herzlich willkommen zum ersten Tutorial. Und zwar geht es heute um Stoßdämpfer, wie ihr das Öl wechselt und ja, wie ihr das halt macht. Das ist jetzt ein Stoßdämpfer von Traxxas Slash. Wie ich ja in dem Unboxing vom Mini Revo gesagt hatte, ist ja bei dem Running Video, bei dem einen Crash, ein Stoßdämpfer oben die Kappe abgeplatzt und dadurch ist das ganze Öl rausgekommen. Deswegen habe ich mir dieses Öl bestellt. Das ist 40er, das ist so mittelmäßig und ja, ich habe das eigentlich schon gemacht, aber das war spät abends und naja. Also mache ich jetzt nochmal das Video für euch. Also zuerst machen wir mal unsere Schutzkappe ab hier von dem Stoßdämpferöl. Das habe ich bei Monster Hop-Ups für, ich glaube, 5 Euro bekommen. Also das reicht relativ weit. Könnt ihr es erkennen? Ja, das sieht man jetzt schlecht. Ich habe jetzt 4 Stoßdämpfer damit gemacht und es ist noch über halb voll. Aber es kleckert ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also Stoßdämpfer ausbauen. Das sind ja bloß 2 Schrauben. Oben glaube ich 2,5 mm und unten 2 mm im Bus. Ist ja am Lieferumfang dabei, also habt ihr dabei keinen Stress. Ich habe es so gemacht, ich habe angefangen, die Klemm, also die Federspanner, zuerst rauszunehmen. Der hier ist natürlich ein bisschen sauber, könnte sein, dass eure ein bisschen dreckiger sind. Aber das könnt ihr ja dann vorher ein bisschen sauber machen. So. Dann spannt ihr die Feder, nehmt hier unten den kleinen Ring raus, da ist hier so eine Nut. Nehmt das raus, dann habt ihr schon die Feder in der Hand. Dann habt ihr diesen Ring noch. Dann macht ihr das Ganze ein bisschen sauber. Gegebenenfalls. Er kommt nicht so wirklich gut raus. Dann nehmt ihr, falls nötig, so eine kleine Zange hier. Okay, ist ein bisschen rutschig ist. So, dann löst ihr das Ganze ein bisschen an. Das Ganze mal ein bisschen zur Seite nehmen. Dann schraubt ihr das Ganze auf. So, und da sieht man schon das Öl. Ein bisschen sauber machen. Schiebt das Ganze mal ein bisschen weiter in die Mitte hier. So, dann nehmt ihr den Stoßdämpfer. Dann kippt das Ganze aus. Relativ dreckig, so dann rüttelt er ein bisschen. Das hier ist jetzt ein vorderer Stoßdämpfer. Hier ist halt jetzt kein Begrenzer drin. Macht das Ganze hier schön raus. Schön ein bisschen sauber machen. So. Also jetzt mit Bremsenreiniger. Entschuldigung. Mit Bremsenreiniger oder sowas habe ich das jetzt nicht extra sauber gemacht. Also ein bisschen Partikel. So, jetzt ist er leer. Machen den noch ein bisschen sauber. So, jetzt nehmt ihr euer Öl, macht den Stift, also zieht den Stift voll raus, dann füllt ihr das so ein. So bis ja, ein paar Millimeter über der Kante, unter der Kante, wie über der Kante. Ich sehe das hier gerade schlecht. Ja, noch ein bisschen. So, es ist hier noch ein bisschen Luft. Kennt ihr das? Ja, ist relativ klar. So, dann zieht ihr ganz langsam hoch und wieder runter. So könnt ihr die Luftblasen rausdrücken. Deswegen ein bisschen Luft lassen oben. Sonst kommt das natürlich oben raus. So, bis keine Luftbläschen mehr kommen. Und so verteilt sich das Öl halt perfekt im Stoßdämpfer selber. So, da kam nochmal eine Luftblase. So, wenn ihr jetzt denkt, okay, das reicht, dann füllt ihr das Ganze noch bis oben hin. So. Im Deckel ist hier eine kleine Dichtung, erkennt man die? Die ist jetzt hier in dem Fall ein bisschen eingedrückt. Na. So, die muss natürlich fest drin sitzen, sonst läuft das Ganze natürlich aus. Moment mal gucken.
ja, die sitzt richtig drin, die ist nur aus irgendeinem Grund eingedrückt. Das lässt sich jetzt natürlich blöd machen. Da ich den jetzt nicht irgendwo hinstellen kann, oder? Wartet mal. Kann ich den hier mal schnell so. Ja, den kann ich da mal schnell hinstellen. Wow, ist es umgefallen. Aber zum Glück ein Strauß gegeben. Na Mensch, diese blöde Dichtung. Ah, jetzt muss ich mir mal schnell was einfallen lassen. Wo stelle ich das jetzt hin, das Ganze? Dass das nicht wegrutscht. Versuchen wir es mal so. Hoffentlich hält es jetzt. Ja, jetzt kriege ich die Dichtung natürlich nicht raus. Mal mit was Spitzen probieren. Na komm, ah, dieser scheiß Profi-Effekt. So. So sieht die Dichtung aus. Das ist so ein kleines, rundes Gummidichtung. So eine halbrunde. Da müssen wir die so halbwegs da reinbekommen. So sollte das dann aussehen. Dann nehmen wir unseren Schlossdämpfer, der bis oben hin gefüllt ist. Drehen das Ganze drauf. Möglichst gerade, nicht wie gerade. So. So, und dann richtig festziehen. Handfest reicht. So, noch ein bisschen sauber machen. Und ihr seht, er kommt wieder von allein raus. Perfekt. So wollten wir das haben. So, jetzt nehmt ihr wieder euren Ring. Nein, Quatsch, da kommt zuletzt drauf. Machen wir erstmal wieder die Spannung rein. Ich habe bisher ziemlich viel drin. Ich habe das noch nicht getestet jetzt mit dem neuen Öl. Ich bin noch nicht gefahren seitdem. Deswegen kann passieren, dass ich da noch welche rausnehme. 40er müsste ja eigentlich härteres Öl sein. Aber wie ich schon mal gesagt hatte, von diesem Öl habe ich noch keine Ahnung. So, jetzt setzen wir das Ganze hier ein. Dann spannen wir das. Hier wieder die Nut suchen. Ups, 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 ups. Ja, mit öligen Händen ist das natürlich richtig toll gerade. So. So. Und der Stoßdämpfer ist fertig und schön fest. So, jetzt ist es auch fertig zum Einbau. Könnt ihr noch ein bisschen sauber machen. Und das war's. So, es ist fertig zum Einbauen. Und tja, wenn es euch geholfen hat, dann schreibt mir oder wie auch immer. Wenn nicht, dann lasst es. okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch ein bisschen helfen. Und ja, bis zum nächsten Video und tschüss.